Es ist ein moralisches Dilemma. Lithium, Kobalt und Kupfer werden für die saubere E-Mobilität gebraucht, sind aber knapp und daher oft umkämpft. Wer solche Rohstoffe wo kauft, ist oft nicht bekannt. Viele Kunden wollen es auch gar nicht so genau wissen, denn der Abbau verursacht in vielen Fällen Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung oder Korruption. Ohne solche Materialien stehen in Deutschland aber Arbeitsplätze und auch Wohlstand auf dem Spiel. Wie weit deutsche Firmen deshalb gehen, das zeigen ARD-Recherchen. Die Autobranche gibt sich nachhaltig, sogar extrem grün. Die Erde kühlen mit Autos, PR-Slogans auf der Automesse. Auch BMW gibt sich ein grünes Image. Auf ARD-Anfrage verspricht BMW über die Zulieferkette Menschenrechte, gute Geschäftspraktiken und Umweltschutz. Schon heute seien alle Batteriezellhersteller verpflichtet, nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen zu nutzen. Woher aber kommt zum Beispiel das Lithium für die Batterien? Eine der größten Lithium-Raffinerien der Welt befindet sich in China, einem autoritären Staat, der systematisch die Menschenrechte verletzt. China produziert also mehr von diesen Rohstoffen als alle anderen zusammen. Wer das Lithium von hier bekommt, ist eigentlich streng vertraulich. Doch das Geheimnis lüftet die Managerin ganz nebenbei. Das sind zwei Kunden von BMW. Sie führen hier Qualitätskontrollen durch. Beim Rundgang durch die Lithium-Raffinerie fällt ein großes Kraftwerk auf. Ein Kohlekraftwerk für die Lithiumproduktion. Die braucht besonders viel Strom. Nachhaltig ist das nicht. Trotzdem, BMW wirbt weiter mit grüner E-Mobilität. Den Dokumentarfilm Kampf um Rohstoffe hat redaktionell betreut Thomas Reutler vom SWR. Mein Kollege Michael Pawelitz hat ihn zu den wichtigsten Rechercheergebnissen befragt. Ja, die Recherchen zeigen ganz klar, die alten klassischen Rohstoffe, Öl, Gas, Kohle, treten immer weiter in den Hintergrund. Neue Rohstoffe treten in den Vordergrund, die nennen wir die kritischen Rohstoffe. Und zwar liegt das an der neuen Politik, auch der EU, der sogenannte Green Deal. Gemeint ist damit einfach der Umstieg aus der Verbrennertechnologie und der alten Technologie auf erneuerbare Energien, Photovoltaik eben oder Windenergie und vor allen Dingen eben auch die Elektromobilität. Und dazu werden eben andere Rohstoffe gebraucht, also zum Beispiel Kupfer, Nickel, Kobalt oder auch Lithium. Und mit diesen Rohstoffen ist eigentlich dasselbe Problem wie mit den alten. Sie liegen nicht, die Lagerstätten liegen nicht in Europa, nicht in Deutschland, sondern im Ausland und sind schwer zugänglich. Inzwischen gibt es also ein Wettrennen vor allen Dingen zwischen USA und China um die Zugänge zu diesen neuen Rohstoffen. Und Deutschland ist da eher ein untergeordneter Player und muss schauen, wo er noch an Lagerstätten kommt und wie es möglich ist, an diese Rohstoffe überhaupt zu kommen und Lieferzugänge eben zu bekommen. Welche Probleme bringt der Run auf diese neuen Rohstoffe mit sich? Es ist tatsächlich ein Kampf in dieser Rohstoffkrise, muss man schon sagen. Es ist letztlich ein Dilemma. Auf der einen Seite wollen wir unseren Wohlstand erhalten, wollen unsere Arbeitsplätze sichern und das Klima retten. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass auch diese Rohstoffe Schwierigkeiten haben beim Abbau. In den Bergbaugebieten werden Menschenrechte verletzt, es kommt zu Umweltzerstörungen. Und um das Ganze eben mit einem Greenwashing zu überdecken, gibt es auch noch Korruption. Außerdem sind wir abhängig von autoritären Staaten. Diese Rohstoffe liegen zum Beispiel in Aserbaidschan, zum Beispiel in China. Und da machen wir uns neu abhängig. Also dieselben Fehler, die eigentlich schon gemacht wurden mit Öl, Gas und Kohle, könnten sich jetzt wiederholen, dass wir eben in Abhängigkeiten geraten von autoritären Regimen und Systemen und sehen, wie dort eben Menschenrechte verletzt werden und die Pressefreiheit unterdrückt wird. Und trotzdem müssen wir von dort Rohstoffe beziehen. Und um das eben glaubhaft zu machen und allgemein verträglich,
gibt es ein Greenwashing von solchen Staaten wie Aserbaidschan und auch von Firmen natürlich. Und in diesem Zusammenhang kommt es immer wieder zu Korruption. Das reicht bis in den Deutschen Bundestag rein, zeigt auch unsere Doku. Und eben auch in den Europarat. Und dagegen müsste man dringend etwas tun. Es ist eben einfach ein Dilemma, wo man sich politisch entscheiden muss, wo man steht. Sie haben für diese Dokumentation intensiv recherchiert. Gibt es denn schon Reaktionen? Ja, es gibt tatsächlich schon vorab Reaktionen, sogar vor der Ausstrahlung, weil wir den Film, den Fernsehfilm und auch Ausschnitte aus der Doku präsentieren durften im Deutschen Bundestag. Da gab es auch eine Diskussion und viele Bundestagsabgeordnete waren da. Und in diesem Zusammenhang wurde auch eine Gesetzesinitiative präsentiert. Also Bundestagsabgeordnete mehrerer Fraktionen haben ein Gesetz eingebracht zur Bekämpfung der Korruption, wo es genau darum geht, eben Regeln zu verschärfen, damit Abgeordnete nicht bestochen werden können oder damit es schwieriger wird, Abgeordnete zu bestechen aus dem Ausland. Wir haben auch das Auswärtige Amt angefragt, wie die Bundesregierung steht zu dem Vorwurf, die Augen zuzudrücken vor Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel in Aserbaidschan, um eben an diese Rohstoffe zu kommen. Von da gab es bisher noch keine Stellungnahme. Da warten wir noch drauf. Sehen Sie denn bei dem, was Sie jetzt herausgefunden haben, auf lange Sicht Lösungsmöglichkeiten? Es ist tatsächlich ganz schwierig. Es gibt nicht die Lösung für die Rohstoffkrise. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich zuerst mal ehrlich macht und dieses Greenwashing aufdeckt und Informationen und Hintergründe verbreiten, wie wir es jetzt ja machen, um zu sehen, hier gibt es genau auch Probleme, so wie auch bei den alten Rohstoffen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig zu diversifizieren und zu schauen, dass man aus unterschiedlichen Quellen bezieht, dass man sich nicht zu sehr abhängig macht von einem Player und insbesondere nicht von einem autoritären System, einem Autokratenstaat. Das wäre schlecht, wenn man diese Fehler wiederholt, die bei Öl, Gas und Kohle gemacht wurden. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir sorgsamer mit unseren Rohstoffen umgehen. Also wir brauchen eine neue Sparsamkeit, weniger Verbrauch. Wir müssen mehr recyceln, wir müssen mehr wiederverwerten. Zum Beispiel gibt es mehr als 200 Millionen Handys, die in unseren Schubladen in Deutschland schlummern. Einfach Altgeräte, die nicht genutzt werden. Das ist eigentlich ein Schatz an Rohstoffen. Allein was da an Gold drin ist, 6 Tonnen Gold haben wir herausgefunden, liegt in den Handys, die nicht genutzt werden. Man müsste praktisch diese Rohstoffe recyceln und die Handys und überhaupt Altgeräte, Elektronik, Elektrogeräte reparieren, recyceln und wiederverwenden. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Damit retten wir nicht die Welt, aber damit wäre zumindest mal ein Anfang gemacht und das wäre etwas, was uns entlasten würde in dieser Rohstoffkrise. Klingt nach einem Kulturwandel, der da nötig ist. Ihre Dokumentation ist Teil eines ganzen Thementages. Worauf können wir uns da freuen? Es gibt 4 Dokus in der Mediathek und heute Abend im ersten Teil 1. Es gibt einen Fernsehfilm dazu, der das Ganze anschaulich und plastisch erzählt. Wir haben Hintergrundinformationen gesammelt und bieten die an in allen Ausspielwegen der ARD. Also im Hörfunk, in der Audiothek, ein Podcast 11KM von tagesschau.de. Es gibt ein ganz breites Angebot und wir zeigen in den Servicebereichen zum Beispiel, wo man seine Altgeräte reparieren kann. Es gibt ja über 1200 Repair-Cafés in Deutschland und wir zeigen, wie man eben auch weiterverwerten kann und wie das mit dem Recycling eigentlich funktioniert und was eigentlich Rohstoffabbau auch bei uns bedeuten würde. Man kann ja tatsächlich auch Lithium abbauen, bei uns zum Beispiel im Oberrhein graben. Und da gibt es aber auch Probleme. Und wir zeigen, wie es bei uns im Land aussieht. Also ein Riesenthema, das da abgearbeitet wird. Ganz herzlichen Dank, Thomas Reuter. Vielen Dank. Mehr zum Kampf um Rohstoffe gibt's heute beim Thementag Unsere Erde im Ersten ab 20.15 Uhr in einem Spielfilm und danach in einer Dokumentation. Beides schon jetzt in der ARD Mediathek.